Mehr als 3000 Menschen kamen am Samstagnachmittag nach Kassel, um an die Opfer durch Neonazis zu erinnern. 2006 wurde in der holländischen Straße der Besitzer eines Internetcafés erschossen. Er war türkischer Abstammung, das letzte Opfer der Zwickauer Zelle. Vom Ort des Geschehens bis zum Rathaus bildeten die Menschen eine Kette, um zu zeigen, dass Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit in der Welt keinen Platz hat. In der holländischen Straße 82 wurden Kränze niedergelegt, um den Angehörigen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Zu einem kleinen Zwischenfall kam es am Rathaus, jedoch die Polizei könnte die Störenfriede schnell unter Kontrolle bringen. Vorhin war ja auch so ein Zwischenfall hier mit der braunen Brut, die dann auch die Polizei mitgenommen hat. Das fand ich sehr gut. Die sind dann in ihrer Not in die Straßenbahn gelaufen. Und der Straßenbahnfahrer hat das einzige Richtige gemacht, hat die Türen zugemacht, hat sie halt mitgenommen. Nicht mitgenommen, sondern die Polizei verständigt und die sind dann mitgenommen worden. Wie diese Bilder eindrucksvoll beweisen, kam eine Mischung aller gesellschaftlichen Schichten, sowohl jung und alt, die sich an der Kundgebung beteiligten. Also es freut mich unwahrscheinlich, dass so viele Menschen hier sind. Dann merkt man, wir Kasseläner, wir lassen uns das nicht gefallen. Es ist ein Unglück für unser Land, für unser Volk. Im Übrigen, ich bin Pfarrer und bin der Meinung, dass das dem Evangelium radikal widerspricht, was da geschieht auf der rechten Seite. Wir müssen hier alle zusammenstehen, die Religionen, die Bürger, und diesen Sumpf austrocknen. Endlich dieses Kapitel der deutschen Geschichte mal zu überwinden. Am Rathaus meldeten sich Vertreter aus Politik, Ausländerbeirat, Oberbürgermeister Bertram Hilgen und auch Bischof Martin Hein von der evangelischen Kirche zu Wort. Als Christ sind mir angesichts der aktuellen Herausforderungen die Weisungen der Bibel unverzichtbar. Immer wieder wird uns dort eingeschärft, dass Menschen anderer Herkunft und Flüchtlinge ohne Diskriminierung aufgenommen werden sollen. Zu dieser Veranstaltung hatten Vertreter von Stadt und Landkreis, Kirchen, Ausländerbeiräte, Parteien, Gewerkschaften, Friedensinitiativen, Schüler und Studenten eingeladen.